Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Video. Geil, Digga! Mit dabei ist heute jemand, den ich der wunderschöne Wi-Fi. Hey, Lukas, ich wollte dich heute ausnahmsweise wirklich mal. Okay, dann mach Charme. Ich hab nichts gesagt. Und Nettigkeit anmoderieren. Leute, heute ist jemand dabei, der mich schon mein ganzes YouTube-Leben lang begleitet. Mit dabei ist heute jemand, der quasi mit mir gemeinsam und auch an mir gewachsen ist. Jemand, den ich als Partner im YouTube-Business, aber auch als Mensch extrem schätze. Es ist eine Person, die wirklich unglaublich reich im Wissen ist und unglaublich barmherzig und gutherzig mir gegenüber aufgetreten ist. Meine Damen und Herren, die Rede ist von keinem anderen als von mir selber. Meine Freundin Lukas ist auch mit dabei. Was geht ab? Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Lukas, schön, dass du hier bist. Du hast mich gerade zutiefst verletzt, aber... Lukas, es war trotzdem freundlicher als sonst. Bitte nimm das hin, okay? Leute, wir schauen uns nämlich heute Saas-Klassenfahrt Teil 2 an. YouTube-Kacke gerade. Bisschen schwierig, ne? Mit Strikes und so. Aber Klassenfahrt ist safe, meine Freunde. Jonas, Grüße gehen raus an dich. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal Saas-Klassenfahrt Teil 2 an von meiner Mose, dem gottverdammten Ehrenmann. Link natürlich in der Videobeschreibung, meine Freunde. Da auf jeden Fall vorbeischauen. Let's freaking go. Auf geht's. Wer war das? Ah, Rhino Sheesh. Was ist das? Rhino Sheesh. Frau Ostermann, alles in Ordnung, Alter? Nur weil die Numero Uno hier im Bus zocken. Es ist ein Welthit. Das ist genauso gut wie Bruder muss los von ab. Genau. Alter. ich steh kurz vorm Burnout. Warte mal, warum ist es immer verdoppelt bei dir auch? Nee. Warte, bei mir ist es irgendwie doppelt alles. Moment, ich muss nochmal schnell neu laden. Irgendwie war bei Frau Ostermann immer doppelt bei mir alles. Hör auf! Stasi! Stasi! Kenneck! Penicillina! Cheyenne und Shenlin! Stayen und Shenlin! Pili und na. Ist einfach Wunder! Frau Ostermann! Ist das doch? Gork, ja Mann, Return of Gork. Gork. Wirken. Lel. Und? Zeus. Der heißt einfach, der hat den Blitz in der Brust stecken, Alter. Guck mal. Ah, Zeus. Saas. Klassenfahrt. Hä? Einfach stand das Bild hin und her fahren mit seinem Lambo, Junge. Leute, das ist Penicillina. Penicillina? Penicillina ist ein ASSMSR-Model. Was ist ASSMSR-Model? Also, das steht für, und ja. Danke dafür, Gork. Okay. Ja, also eigentlich habe ich die Schule abgebrochen, weil ich einfach nur bilden, weil ich meine Zukunft. Ist bei dir nicht doppelt alles die ganze Zeit? Nein, Digga. Hä? Bei mir ist immer alles doppelt. Warte mal ganz kurz. Ah, ich hab das nochmal im zweiten Tab offen. Öffnen. Ah ja, okay. Dumm, dümmer. Okay. Okay. Hey, ich bin übrigens Stasi. Weißt Stasi. Du, ich liebe Stasi. Lieb Stasi. Ich muss mal gerade was Post machen. Ich muss mal gerade einen hochladen. Hallo, Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ist Quality-Content, ist deutlich besser als jede Story von The Vive. Sowas ist in der Form wirklich noch nicht da gewesen. Wer ist das denn? Hey, komm mal her. Hi, ich bin hi. Was machst du hier? Er ist hi. Muss. Was machst du hier? Wirken? Alles in Ordnung? Oder ihr wisst, dass die Staffel, wo ich alle mit Orange, wo ich mit Orange im Orange auch mitgespielt habe. Vielleicht sind wir sogar auch drin. Mal schauen. Boah, das ein bisschen Holz sammeln und kacken, eher gesagt, das Übliche. Alter, irgendwie ist das immer das Gleiche. Schulklassen kommen hierher und die Mädels nerven mich immer mal. Hallo. Kenneck.
Tedek, mach ruhig, Tedek! Tisch! Oh, er ist einfach durch die Wand gerollt. Weil so viele Hate-Kommentare, dass ich ein Psycho bin. Ja, stimmt. So ja, stellen wir sich doch Freunde vor, Digga. Sonst schmeiß ich das Handy gegen die Wand. Du scheiß Kanacke, du hast auch Ryoshi. Wow. Voll schwul hier, oder? Voll schwul hier. Lass sie einfach ein Stateboot rumdreht. Du bist voll der Spaß, Alter. Schon. Schon. Ich habe mit meinen Eltern noch gar nicht darüber gesprochen. Das ist eine sehr gute Unterhaltung. Ich habe eigentlich eine Beziehung mit meinem Vater. Und ich weiß nicht. Ich habe eigentlich eine Beziehung mit meinem Vater. Oder? Ganz genau. Ja. Wie er damit umgehen wird, wenn ich ihm das sage. Ach, Schasch, mein Schaft ist viel größer. Wollen wir perfekt. Ja, oh, oh, wow. Wow. Ja, das ist mega die Kinder. Mann, was geht denn das? Ich weiß es nicht. Warte. Was für Müsli mit Milch isst du da? Müsli mit Milch. Müsli mit Milch. Ich probiere. Müsli mit Milch. Müsli mit Milch. Nein. Ihr seid Müsli mit Milch. Ja, ich wollte von ihr das. Junge, wie kann das so gut geschnitten sein und so perfekt zu diesem Track passen, Alter? Crunchy! Crunchy! Was sollte das in der Situation sein? Ist das noch so mit so einer richtigen Kanz hat sie das gemacht? Steyen, bitte! Steyen! Tschüss! Nein! Alter, nein! Gut! Weißt du was? Ich hole mir jetzt ein Müsli. Mit Milch! Lukas, es ist so blinded. Es ist so blinded, Alter. Es ist so doof. Oh, Bruder. Ist das dumm? Okay, Er macht einfach die Tür auf. Was? Ein Cock. Achso, ein Cock. Ja. Eigentlich müsste ich verhüten. Nichts schützt besser als Rubbish. Perfekt. Placement Gott. Was ist das denn? Oh, oh, oh. Was ist jetzt passiert? Aufstehen! Aufstehen! Normale Weckermusik, Digga. Morgen. Hinskopf jeden Morgen. Was hältst du davon? Du, ich, ein schönes Dickpick im Wald. Ein Dickpick im Wald. Auf die Erde kacken. Auf die Erde kacken? Ja, ich muss eine Nase. In den Wald. Na, wo soll ich denn sonst? Na, in der Toilette oder so? Ich meine, das ist so aus, das ist nämlich... Klar, man kann in die Toilette schießen, aber an der Stelle muss man nicht, ist es auch ganz gut, mal in den Wald einen abzuseilen. Kann ich nur empfehlen, habe ich beim Campen auch schon des Öfteren gemacht. Sympathisch. Das wollte keiner wissen. Wunderschönen guten Schon. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin ein... Oh, tschüss, Digga. Das müssen wir an der Stelle zensieren, das was gerade gesagt worden ist. Ich bin Dieter Kegel. Ihr könnt mich gerne Dieter Kegel nennen, ganz einfach. Perfekt. Dieter Kegel. Ja. Ich bin von der Show Der Superspaß. Ich würde da mal vorbeischauen. Der Superspaß. Und dann mache ich euch fertig. Nein! Nein! Jerry Larry von Capital. Perform. Perfekt, Jonas. Ey, yo. Achtung, es geht los, Lukas. Oh nein, da ist Dieter. Dieter Kegel. Dieter Kegel. Dieter Kegel ist wirklich ein absolut perfekter Talentscout. Digga, kommst du noch? Nee, ne? Kommst du da noch? Wie, ob ich da noch komme? Ja, in der Folge. Ich weiß es nicht, hoffe schon, Alter. Das wäre so geil. Aber erwartet nicht zu viel, okay? Achtung. Wer hat das gesungen? Wer hat das gesungen? Und warum hat dieser Mann verdammt nochmal keinen Plattendeal? Alter! Dieter König ist großer Fan. Das war mega. Mega. Ja, zum Beispiel könnte ich mein Handy einen Meter in die Luft werfen. Lass das mal, dann geht's kaputt. Na gut. Okay. Mach mal, dann geht's kaputt. Das kann man nicht zeigen, Digga. Das müssen wir rausschneiden.
Jetzt ist es gut. Jetzt mal besser lassen, lass er. Du bist ja noch komplett ganz. Ja, hey, wie geht das? Handyhülle von Ryo Sheesh, da können Handys. Von Ryo Sheesh, Digga. Du bist ein richtiges Super-Talent. Regen, du bist ein Lad. Leute, also das, was ist Suicide is Badass? Achso, nein, komm, 18 Sekunden, wir gucken das komm, einfach. Komm, das ziehen wir so ganz was rein, also da kommen wir auf jeden Fall auf die 10 Minuten mit. Was machst denn du? Die schreiben alle so viele Hate-Kommentare. Dass ich mich verpissen soll. Na, dann musst du damit klarkommen. Nein, 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 alles klar. Alles klarkommen. Okay. Ein wunderschönes Ende für dieses Video, meine Freunde. Das war's von diesem richtig schönen YouTube-Kacke-Format hier von meiner Mosel. Schaut auf jeden Fall gerne bei ihm vorbei, meine Freunde. Das war's. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und gerne auch bei Evive vorbeigucken. Macht's gut. Ehre, Digga. Ciao.